Aber ich habe tatsächlich noch ein Thema, was wirklich meine Community super interessiert. Ist eine Frage, die ich permanent gestellt bekomme und die du nochmal aus einem ganz anderen Gesichtswinkel beantworten kannst, nämlich links von mir. Und zwar... Tipps oder Bio, Studium, ja, nein, vielleicht... Werdegang, lohnt es sich, ist es schwierig, dies, das. Ja, ob es schwierig wobei, ist, ist ja unsinnig. Ja, wobei man beachten muss, ne, wir beide sind auch schon echt lange raus aus dem Game, aber wir haben auch unterschiedliche Betrachtungswinkel. Aus dieser. Würdest du jetzt den Leuten empfehlen, die sagen, soll ich Bio studieren, weil ich mich für Tiere oder Pflanzen oder Muskeln interessiere? Ja oder nein? Ist das nicht vielleicht zu schwierig und kann man damit hinterher was werden oder nicht? Also ob es einem jetzt zu schwierig ist, das muss man natürlich jeder für sich selbst... Einfach war es nicht. Nein, aber ich meine, ob es einem zu schwierig ist, das muss man selbst natürlich sagen, dass, wenn man Bio-Leistungskurs hatte und das Gefühl hatte angenommen hatte, gibt es das überhaupt noch so? Was? Also angenommen, man hat jetzt Bio- und Chemie-Leistungskurs und fand das alles... cool und relativ easy, dann sollte das klappen. Ne? So, ja. Das kann man so sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie das Studium heute aufgebaut ist, aber es wird nicht so viel anders sein als damals, als wir es gemacht haben. Ja. Ansonsten ist halt die Frage, warum will man das dann machen? Wenn man im molekularbiologischen Bereich Richtung Biomedizin, Forschung und so machen möchte, und flexibel bei seiner Lebensplanung ist und dann ist das einer der Studiengänge, die sich anbieten, neben Biochemie oder vielleicht Biotechnologie. Mhm. Wenn man sagt, ich möchte Biologie studieren, weil ich so gerne Tiere mag. Das war ich. Und das war Robert. Und das Krasse ist, dass damals super viele Leute immer gesagt haben, ja Robert, so ein Quatsch, als wenn du jemals beruflich mit Haien tauchen würdest. Ja. Also er wurde legit ausgelacht von Leuten, weil er damals schon gesagt hat, dass er es macht. Und das hat einen Grund, weil 90% der Leute, die das so sagen, auch später nicht mit Haien tauchen, sondern irgendwo dann als Meeresbiologe dann mit Korpepoden, so kleinen Krebstierchen irgendwie arbeiten, was nicht uncool sein muss, das meine ich damit nicht. Ich kenne einen Korpepodenwissenschaftler. Ja, ich auch. Ja. Aber was nichts Negatives ist, aber was halt dann was ganz anderes ist. Und wenn man das gemacht hat, weil man mit Haien oder Delfinen oder irgendwas machen wollte und das der Grund war, wird so jemand vielleicht nicht sehr zufrieden dann hinterher sein. Ne? Ja. Also, aber andererseits gibt es auch Robert. Es kann, aber ich weiß nicht, wie viele Leute aus den gleichen Gründen angefangen haben zu studieren wie Robert und es gibt ja trotzdem nur einen Robert. Ja, aber es gab aber schon einige. Also es gab so ein paar in meinem Studiengang. Ich glaube, bei mir waren es um die 150 Leute, die angefangen haben. So, und am Ende abgeschlossen, weiß ich nicht, 40 oder 50, ich weiß das nicht mehr. Ich kann das, die Zahlen, keine Ahnung. Aber da waren auch Leute dabei, die waren seit Jahren im NABU engagiert. Das waren totale Vogelspezialisten damals schon. Ich erinnere mich noch an so eine Börderin. Und die ist am Ende aber rausgeflogen, weil die dreimal in Mathe durchgefallen ist. Das war auch so... Haben wir mehrere gehabt. Das war so scheiße. In Mathe-Schein durchgeflogen oder in, was auch mal von den biologischen Fächern war, hier Pflanzenphysiologie war auch immer so ein Ding, wo... Hardcore, brutal. Wie hieß der noch? Der Dozent. Das war nicht Schulz-Friedrich, oder? Schulz-Friedrich hatte eine andere... Nee, das war der zu mir gesagt hat, ich bin ein Dünnbrettbohrer. Der hat zu dir gesagt, du bist ein Dünnbrettbohrer. Ja. Ein Bambi-Biologe und Dünnbrettbohrer. Das habe ich auch in meinem Buch hat geschrieben. Hat er auch Bambi-Biologe gesagt? Ja, das war beides. So ein Dünnbrettbohrer weiß ich noch, ja. Ich weiß nicht mehr, wer... Auf jeden Fall, eine Ex-Freundin von mir ist auch wegen diesem Fach aus dem Studium rausgeflogen. Ja, total beschissen. Das war wirklich schade zu sehen, dass da echt eigentlich gute Tierleute, sag ich mal, rausgeflogen sind. Und am Ende, wenn du jetzt mal unsere Freunde oder die Leute aus unseren Studiengängen, mit denen wir heute noch Kontakt haben, beobachtest, was ist da dabei? Also so einen jetzt nochmal wie mich, würde ich sagen, gibt es nicht jetzt nochmal. Nee, es gibt halt natürlich so ein paar Leute, die auch mit Tieren vielleicht bei Social Media erfolgreich haben, wie dieser... wie die Biasi oder wie er hieß, der irgendwie da ja einen ganz gut laufenden Kanal hat, aber ich weiß nicht, was. Aber der macht ja nicht die Sachen, die du machst. Nee. Oder? Der macht ja was, der macht einfach. Nee, ist er nicht. Macht er nicht, ne? Nein, oder? Nein, ist ja, ja. Aber dann, guck mal, dann gibt es zum Beispiel Philipp, Dr. Schubert. Da ist er noch kein Doktor. Der schreibt seit. Nein, aber er schreibt doch erst seit 20 Jahren. Seit 15 Jahren? 15 Jahren an seiner Doktorarbeit. Das kann schon mal ein bisschen länger dauern. Der ist immer noch am Institut. Ist der jetzt sauer auf uns? Der ist jetzt sauer. So ja, der ist jetzt halt sauer. Besonders auf dich. Du hast es gesagt. Ich habe das nicht gesagt. Aber von mir war es nicht ernst gemeint.
Von mir schon. Oh Mann. So, dann gibt es Leute, die gehen in die Aquaristik oder in die Zoos. Gibt es immer wieder Leute, weil man will ja was mit Tieren machen. Ja, das stimmt. Da gehen tatsächlich... Es gibt auch einige von denen, die eigentlich gerne mit Tieren forschen würden, aber weil da gibt es halt nicht so viele Stellen gerade in dem Bereich, weil das nicht klappt, die dann zum Beispiel nachher Zoopädagoge werden. Ja. Das machen ja auch tatsächlich. Ja. Und das ist dann... Ja, wenn man das machen möchte, nur ist es dafür... Muss man, glaube ich, ich weiß gar nicht, was man dafür offiziell machen müsste, um es zu werden. Dafür könntest du auch ein Reptilienexperte sein, ja, weil du seit 20 Jahren Watergarm hältst, kannst du genau denselben Kram erzählen. Also das wäre jetzt kein Grund dafür 6 Jahre lang ein Studium auf sich zu nehmen und Master irgendwie oder zu machen. Ne? Einige Biologen, die ich noch getroffen habe, heutzutage ist es ja Bachelor und Master, ne? Damals bei uns war es Forschungsarbeit und dann Vordiplom und dann Doktorarbeit. Jetzt ist es Bachelor-Master-Doktorarbeit. Einige haben nach dem Bachelor oder nach dem Master gesagt, ich will auch Haie retten, Wale schützen, whatever, sind dann Tauchlehrer geworden. Super Billo. Nicht jetzt gegen Tauchlehrer, aber du hast doch nicht 5 Jahre studiert oder 6 Jahre studiert und wirst dann nur in Anführungsstrichen ein Tauchlehrer. Das fand ich immer so verschwendetes Potenzial. Nichtsdestotrotz, wenn du es kombinierst, wenn du ein geiler Biologe bist und ein Tauchlehrer und dann vielleicht noch ein Forschungstaucher und ein Whale-Watching-Guide, kannst du halt ganz andere Sachen nochmal erzählen. Aber du musst dazu kein Biologe sein. Du kannst auch so ein Tauchlehrer werden. Deswegen fand ich das Studium so verschwendet. Das hat mir immer nicht gepasst. Und ich habe ganz, ganz viele Biologen auch erlebt. Das heißt viele. Einige, die gar nichts geworden sind, leider, am Ende und dann Taxi gefahren sind oder Pizza ausgefahren haben oder so ein Kram, ist natürlich ein geiler Taxifahrer, weil dann kannst du... Also das habe ich tatsächlich, fällt mir jetzt da selber gar keiner ein. Ich kenne zwei. Ja. Und es gab auch Leute, die haben sich so verloren in dieser Uni-Welt und das fand ich auch scheiße. Die sind so hin und her gewurschtelt zwischen, wie hieß denn das, immer so Forschungsaufträge für ein Jahr und dann noch ein Jahr. Diese klassischen Verträge, die an Projekte gebunden sind. Ne? Genau. Projektgebundene Verträge auf Drittmitteln, wo man sein eigenes Gehalt quasi einwerben muss. Mhm. Deutsche Forschungsgesellschaft. Oder heißt die Gemeinschaft? Oh Gott. Kann auch die Gemeinschaft sein. Vor 100 Jahren mit denen Kontakt gehabt. Ja, nein, es ist nicht, lange her. Ist, ja, bei mir ist nicht so lange her. Es ist schlimm, dass ich das jetzt gerade nicht einfällt. Ist auch egal. Auf jeden Fall... oder halt, es gibt auch noch viele andere mögliche Geldgeber. Ja. Wenn man, ich hatte zum Glück, musste ich nie Drittmittel für meine eigene Stelle einwerben. Ich kenne aber super viele Leute, wie stressig das war. Und einer von 10 Anträgen wird nur angenommen, so eine Scheiße. Das war alles Mist, was ich da erlebt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. So, dann gibt es die Bioinformatiker, die fand ich ganz geil. Dann fand ich die Bioniker cool. Das kam auf, als wir langsam aufgehört haben. Das fand ich gute Sparten. Dann sind einige in diese Naturschutz-verhaltensbiologischen Artenerhaltungssachen. Das kam dann wieder auf. Aber ein Mangel, den ich sehe, diese Leute, die im Prinzip im Herzen wie Malte und in Real Life so wie ich sind, so Tierleute, Systematiker auch, die sind in unserer Zeit komplett verschwunden. Und waren dann auf einmal gab es nur noch Genetiker, Neurobiologen und das so diese Systematik, während Artenschutz, verschwunden. Während des Studiums hatte ich auch sehr viel mit Systematik und sowas auseinandergesetzt. Aber es war tatsächlich auch so eine Sache, wo man sich überlegen muss, okay, es gibt verschiedene Sachen, die einen interessieren. Und dann sucht man sich natürlich nicht die Variante aus, bei der man hinterher dann, wenn es so böses klingt, dann doch vielleicht Taxi fahren muss. Ne? Genau, und das war deswegen war hätte ich scheiße. Das auch schon deshalb nicht gemacht, ja. So, und dann, aber im Prinzip habt ihr als Biologen auch tatsächlich echt super, super viele Möglichkeiten. Also die Tore der Welt stehen euch offen und du kannst Wale schützen, wenn du das wirklich willst. Ich glaube trotzdem, dass es nicht, dass das Tier lieber alleine für ein Biologiestudium häufig nicht... Das reicht nicht. Vor allem, weil das Studium auch selbst, wenn man Zoologie nachher schwerpunktmäßig macht, um Master daran zu machen oder sowas... Man kommt es ist also vollkommen unmöglich heutzutage, um die Molekularbiologie und die Biochemie rumzukommen. Wenn man da gar kein Interesse daran hat oder kein Verständnis dafür hat, dann ist das eine Quälerei. Ja, das stimmt. Studium war für mich auch eine Quälerei, muss ich ganz ehrlich sagen. Für Malte nicht so sehr, für mich schon, weil ich eher ein praxisorientierter Typ bin. Du hattest nicht so viele Probleme wie ich, im Labor zu stehen und so einen Kram zu machen. Ich habe das ja auch kleinteilig gemacht. Das war für mich super schrecklich. Die Leute, die mich kennen, die wissen, ich war lieber auf einem Forschungsschiff oder tauchen. Weswegen die Ausbildung als Forschungstaucher für mich extrem wichtig war. Und jetzt wollte ich noch eine wichtige Sache sagen. Was war das? Warte. Achso, du musst kein
Biologe sein, um jetzt ein Artenschützer zu sein oder ein Conservation Photographer oder so. Das kannst du dir heute, ne? Genau. Du kannst dir das heutzutage einfach so aneignen. Du kannst ja, und das finde ich das Geile in der heutigen Zeit, als wir angefangen haben zu studieren, gab es jetzt noch nicht großartig Internet, Handys, YouTube, gab es da noch nicht. YouTube ist 15 Jahre alt, glaube ich. Ja. Ja. Und da gab es nicht die Möglichkeit, sich einen Beruf zu kreieren, sich selber einen auszudenken und sich selber was auszudenken und da reinzugehen und das zu machen. Und das finde ich heutzutage viel, viel geiler. Und dass du, ich habe super viele Menschen getroffen, die keine Biologen sind, aber ein wahnsinnig geiles biologisches Wissen haben, sich angeeignet haben über Bücher, Dokus, Eigenerfahrung, Tierhaltung, whatever, und somit genauso gut sind wie ein Biologe und auch Artenschützer sind. Also in diesen Bereichen jedenfalls, ja, genau. Die sind wenn's aber nicht in der Krebsforschung, stehen im Labor und haben einen Doktor. Das ist was anderes. Ja, also es gibt auf jeden Fall Bereiche, bei denen, aber gerade wenn es um den Bereich, im zoologischen Bereich geht, kann man da, würde ich auch sagen, für das, was man später damit machen kann, schon sehr viel sich autodidaktisch auch anlegen. Hier war eine Sache, Robert, wieso hast du dich für Biologie entschieden, nicht für Zoologie? Ich habe tatsächlich Zoologie studiert. Naja, Zoologie ist ja ein Teil von Biologie, ne? Ja. Wir hatten auch ein paar Zoologie-Kurse Meeresbiologie zusammen gehabt. Und Rechtsmedizin. Und was waren deine drei? Du warst auch Zoo? Ja, Zellbiologie, Zoologie und das dritte war tatsächlich Landschaftsökologie. Weil ich alles was hast du da gemacht? Na, Landschaftsökologie. Ja, was ist denn? Ist im Prinzip, das ist im Prinzip. Hä, was hast du denn da gemacht? Bei wem denn? Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß denn der Reck, hieß einer von denen? Sagt mir 0% irgendwas. Ich habe damals zum Beispiel hier diese Kartierung gemacht bei der Autobahn, wo ich da die Laufkäfer verglichen habe, um zu gucken, ob die Autobahnbrücke was bringt. Ne? Okay, stimmt. Ja. Okay. Also das war dieser ganz andere Punkt. Also okay. Das, was nachher natürlich dann bei mir war, es nachher die Zoologie und die Zellbiologie. Ja. Biochemie und Human, ne, das war dann ja auch und Humanbiologie und Anatomie, was nachher dann bei mir. Aber würdest du Leuten empfehlen, Biologe zu werden? Aus deiner heutigen Sicht? Ich finde das aus den Gründen, die wir gerade angesprochen haben, viel zu pauschal, um das jemandem zu sagen. Ich würde jemandem nicht empfehlen, Biologe zu werden, nur weil man tierlieb ist. Das ist ein wichtiger Satz. Ja. Also lohnt es sich finanziell, ein Biologe zu werden? Für einige ja, für andere nicht. Von Bilecki hat jetzt gesagt, Geringverdiener. Geringverdiener. Ja. Na, so schlecht geht's mir nicht. Aber 4.000 Euro, die piss ich. Ne, es waren weniger, glaube ich, hat er gesagt. Hat er ich gesagt? Weiß es nicht mehr genau, ja. Ja. Naja. Nee, also es gibt auf jeden Fall, natürlich kann man, natürlich kann man als Biologe Geld verdienen, aber wenn es einem nur ums Geld verdienen geht, würde ich eher was anderes machen, weil... YouTube. Genau. Nee, dann würde ich eher was anderes machen, weil das einfach viel zu viel Arbeit ist, um möglicherweise viel Geld zu bekommen. Ne? Ixodes Rizino schreibt, ich finde, du musst Lust haben, wissenschaftlich zu arbeiten und Biologie. Ja, das finde ich schon. Ja, zumindest wenn man nachher als in der Wissenschaft arbeiten will, muss man das, man muss tatsächlich auch, das ist natürlich die Frage, ob man das dann schon weiß nach der Schule, man muss natürlich auch ein wissenschaftliches Verständnis haben. Ja. Weil wissenschaftlich arbeiten ist jetzt, das klingt jetzt mal blöd, wenn man über seinen eigenen Beruf so redet, aber es ist tatsächlich... Nein, gar nicht. Es ist tatsächlich so, dass man auch wissenschaftlich denken können muss. Mhm. Apropos, es gab, das fand ich super geil, es gab ein paar, du weißt doch, dass meine speziellen Freunde, die Aquarianer mit Wildfängen im Meeresaquaristikbereich, sind ja meine großen Freunde. Da habe ich irgendwo einen Videoausschnitt von einem Follower zugeschickt bekommen, dass die hinterfragen, ob ich wirklich Biologie studiert habe und dass man mal meine Diplomarbeit überprüfen musste und so weiter. Ich habe meine Diplomarbeit übrigens bei mir im Regal stehen, weil ich sie damals erstens Korrektur gelesen habe. So. Darf man das eigentlich sagen? Ja. Ja, natürlich. Das darf man ja sagen. Also ich war nicht sein Ghostwriter, um das jetzt mal klarzustellen. Ja? Ich habe sie dir als erstes zum Lesen gegeben, weil ich dich für den intelligentesten Menschen halte, den ich kenne. Also ich habe sie jedenfalls damals, ich habe sie jedenfalls damals Korrektur gelesen und habe dann auch ein Exemplar davon bekommen, weil Robert schon immer ein Mensch war, der sehr auf Ästhetik geachtet hat, ist ja einer der ganz wenigen Menschen, bei der das Ganze als schickes Hardcover abgerufen hat. Ich hab das noch, ich hol das jetzt mal, dann zeige ich das mal. Ja, zeig mal. Du musst die Leute Robert. Habt ihr endlich den Beweis, dass ich meine Diplomarbeit geschrieben habe? Das heißt nicht, dass ich ein Diplom habe. Ich habe nur so eine Arbeit geschrieben. Die wurde auch abgelehnt. Aber ja, weil ich die ganzen Rechtschreibfehler übersehen habe beim Korrekturlesen. Robert hat eine Diplomarbeit geschrieben, das ging da um so Krebse und so Fütterungsversuchen mit Krebsen und er hatte damals schon einen
ein Schreibstil, der tatsächlich ungewöhnlich war für wissenschaftlichen Stil. Also er hat auch in seiner Diplomarbeit teilweise so geschrieben, wie er jetzt in seinen Büchern schreibt. Also eine sehr unterhaltsame Art zu schreiben, sodass man das gerne liest, aber ungewöhnlich, weil wir ansonsten bei wissenschaftlichen Texten immer, das ist ja fast eher ein Battle, dass es umso trockener klingt, desto cooler ist es dann. Ne? Und das, daran hat er sich nicht gehalten, was aber für den Inhalt vollkommen irrelevant ist. Welche Note er gekriegt hat, weiß ich nicht aus dem Kopf. Vielleicht sagt er das gleich. Auf jeden Fall war es nicht schlecht, soweit ich weiß. Und Robert hat definitiv eine Diplomarbeit gemacht. Er hat auch ein Diplom bekommen. Also er ist Diplombiologe, Punkt. So. Mal gucken, was habt ihr hier noch? Das ging an Robert. Meinung zu Gondwanaland, Leipziger Zoo. Da war ich vor Jahren einmal drin. Ich bin jetzt nicht, ich habe jetzt keine Anti-Zoo-Agenda persönlich am Laufen, bin aber auch kein Zoo-Fan. Deswegen habe ich kein, also ne, ich kann die ganzen Vorbehalte gegenüber Zoos sehr nachvollziehen. Und bin selbst eigentlich schon seit vielen Jahren nicht mehr da gewesen. Also das Gondwanaland. Naja, wenn man Zoos mag, ist es vielleicht schön, aber wie gesagt, ich glaube, die meisten Leute, die jetzt hier im Chat sind, sind nicht gerade Zoo-Fans. Musstet ihr eure Diplomarbeiten damals auch schon auf Englisch schreiben? Nee, die Diplomarbeiten konnten wir damals auf Deutsch schreiben. Meine Paper habe ich natürlich auf Englisch geschrieben, die wissenschaftlichen, also die Veröffentlichungen sind auf Englisch, aber die Diplomarbeiten sind auf Deutsch, was im Übrigen teilweise schwieriger ist, weil alle Paper, die man zitiert, ja auf Englisch sind. Das heißt, du musst ja die englische Fachsprache auf Deutsch übersetzen und manchmal klingen die Sachen, die im Englischen, wenn man so wegschreibt, im wissenschaftlichen Text auf Deutsch, ziemlich bescheuert. Also es ist gar nicht unbedingt so von Vorteil. Ich habe lieber englische wissenschaftliche Texte geschrieben als meine deutsche Diplomarbeit damals. So, ich habe Maltes Diplomarbeit auch gelesen und auch seine Doktorarbeit. Und die ist so, du musst da mal ein bisschen nach links rutschen, die ist so krass, dass ich kein Wort verstanden habe. Ja, weil nur jedes dritte Wort. So, hier weil, ist ich übrigens, nicht, weil ich nicht verständlich schreiben kann. Hier ist übrigens meine Diplomarbeit, der Beweis, dass ich tatsächlich mal was gemacht habe. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das sind. Warte jetzt. Hier steht es irgendwo bestimmt. Boah, 100 Seiten, Alter. Und da ein Foto von mir. Zuwachs von Astacus L, europäischer Edelkrebs unter Kunst- und Naturfutter. Am Zoologischen Institut der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Diplomarbeit im Fach Zoologie. Verfasser, ich. Kiel im November 2009. Zur Erlangung des Grades Diplombiologe. Womit eindeutig bewiesen wäre, ich habe sowas... Die Seiten sind alle weiß hier drin. Sicherlich, ne? Aber ich wollte es schon... Aber ich habe genau das gesagt, was ich sagen sollte. Was hast du? Okay, alles klar. So wie wir im Skript wie besprochen haben. Guck mal hier, seht ihr eine Original... Könnt ihr euch bestimmt in der Bibliothek in Kiel ausleihen und dann... Mit vielen bunten Bildern, wie ihr es von Robert kennt. Ja, und dann einmal ordentlich überprüfen und mich dann mir den Diplombiologen-Titel aberkennen lassen. Prost. Prost.